Wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt. 3.2 Vorlieben messen. Die Nutzenfunktion ist bisher für uns nur ein numerisches Verfahren zur Reihung von Alternativen gewesen. So etwas nennt man eine ordinale Nutzenfunktion. Aber oft hat man auch ein deutliches Gefühl dafür, ob man jetzt die eine Alternative nur ein bisschen mehr schätzt als die andere oder ob man sie bei Weitem bevorzugt. Und die Frage ist, ob man diesen Unterschied auch durch eine Nutzenfunktion ausdrücken kann. Das wäre dann eine kardinale Nutzenfunktion. Und ein wichtiger Ansatz dazu stammt von Oskar Morgenstern und John von Neumann. Später, wenn es um die Spieltheorie geht, werden wir mehr über die beiden hören. Ihre Theorie wurde in den 1950er Jahren sehr einflussreich. Der Trick besteht darin, Lotterien zu bilden. Wenn X und Y zwei Alternativen sind, so betrachten wir die Lotterie Px plus 1 minus Py, wobei P eine Zahl zwischen 0 und 1 ist. Das ist eine Lotterie, bei der mit der Wahrscheinlichkeit P das Ergebnis X herauskommt und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus P das Ergebnis Y. Wir machen jetzt noch zwei weitere Annahmen. Die erste ist, wenn x geschweift kleiner als y ist, also y bevorzugt ist, dann folgt, dass die Lotterie px plus 1 minus pz geschweift kleiner ist als py plus 1 minus pz. Für jede Wahrscheinlichkeit z und für jede beliebige weitere Alternative, jede Wahrscheinlichkeit p und jede weitere Alternative z. Und die zweite Voraussetzung ist, wenn Z eine Alternative ist, die wir in unserer Rangordnung zwischen X und Y einordnen, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit P, sodass wir indifferent sind zwischen Z einerseits und der Lotterie PX plus 1 minus PY andererseits. Das gilt dann, es gibt eine kardinale Nutzenfunktion U, nämlich so, dass wenn z äquivalent ist zu px plus 1 minus py, wir also indifferent sind, einerseits zwischen z und andererseits zwischen der Lotterie, dass dann der Nutzen von z gleich ist p mal dem Nutzen von x plus 1 minus p mal dem Nutzen von y. Also in diesem Sinn ist der Nutzen, sagen wir, lotterieverträglich. Und außerdem ist diese Nutzenfunktion bis auf Kalibrierung eindeutig bestimmt. Das soll heißen, wenn V auch so eine Nutzenfunktion ist, so eine lotterieverträgliche Funktion, so gilt, es gibt Zahlen K größer als 0 und M beliebig, so dass V gleich KU plus M ist. Nicht, das ist ganz so ähnlich wie bei der Temperatur. Wir können sie in Celsius oder in Fahrenheit messen. Und der Übergang von der einen Skala zur anderen wird durch eine einfache Funktion, eine affinlineare Funktion gegeben. Und so wie man bei der Temperatur nicht nur messen kann, ob es heute wärmer oder kälter als gestern ist, sondern auch, ob der Unterschied groß oder klein ist, so geht es jetzt auch mit dem Nutzen. Wir haben so eine kardinale Nutzenfunktion bekommen. Und der Beweisgedanke ist eigentlich sehr einfach. Nehmen wir an, wir haben unsere Alternativen bereits geordnet. So K geschweift kleiner, G geschweift kleiner und so weiter und so weiter und geschweift kleiner als L. Das ist das, was wir am meisten schätzen. Wir geben, ordnen dem K den Nutzen 0 zu und L den Nutzen 1. Und jetzt betrachten wir Lotterien von der Gestalt P mal L plus 1 minus P mal K. Und Sie sehen ja, je größer das P ist, desto höher werden wir diese Lotterie schätzen. Wenn P gleich 1 ist, ist ja nichts anderes als das L selbst, das von uns meistgeschätzte Ergebnis. Und wenn P 0 ist, ist sie das am wenigsten geschätzte K. Je wahrscheinlicher L ist, desto besser gefällt uns die Lotterie. Und wenn wir jetzt also P stetig vergrößern,
dann steigt für uns der Nutzen der Lotterie stetig an. Alle Werte zwischen K und L werden erreicht. Für irgendeinen Wert von P sind wir also indifferent zwischen Alternative G, sagen wir, und P mal L plus 1 minus P mal K. Und in dem Fall schreiben wir, der Nutzenfunktion U von G ist gleich P. Und so geht das weiter. Jeder Alternative können wir so einen Nutzen zuordnen. Dasselbe kann man übrigens auch machen, wenn es abzählbar unendlich viele Alternativen gibt und wenn die Liste unserer Präferenzen kein größtes und kein kleinstes Element besitzt. Also diese Nutzenfunktion ist die Grundlage der rationalen Entscheidungstheorie. Sie macht präzise Vorhersagen über menschliches Verhalten im Rahmen der Expected Utility Theory, der Theorie vom erwarteten Nutzen. Allerdings, diese Vorhersagen sind so präzise, dass sie durch Experimente widerlegt werden können. Natürlich raubt das der klassischen Entscheidungstheorie etwas von ihrem Nimbus, aber wir sollten bedenken, die Falsifizierbarkeit ist laut Karl Popper das Erkennungsmerkmal einer anständigen Theorie. Oft lernt man gerade beim Scheitern am meisten. Und es ist nicht der geringste Verdienst der Mathematik, wenn sie uns erlaubt, so präzise zu sein, dass wir widerlegt werden können. Also die ersten Zweifel an solchen lotterieverträglichen Nutzenfunktionen, die stammen von Maurice Allais, der dafür einen Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Die Geschichte ist ganz interessant. Die führenden Köpfe der Expected Utility Theory trafen sich 1952 in Paris bei einem großen Kongress. Am prominentesten war dabei Leonard Savage, ein bedeutender Mathematiker und Statistiker. Und Allais hat ihm bei einem Bankett ein paar Fragen gestellt. Und es stellte sich heraus, dass Savage bei seinen Entscheidungen gegen die eigene Theorie verstieß. Savage gab das offen zu. Hat sich eben geirrt. Vielleicht, weil der französische Wein so gut war. Aber es stellt sich dann heraus, dass der Irrtum tatsächlich ein systematischer ist. Sehr viele machen denselben Irrtum. Dann ist es eine Frage natürlich, ob es ein Irrtum ist. Inzwischen ist aus den After-Dinner-Tests von Allais ein wichtiges Gebiet der experimentellen Wirtschaftswissenschaft geworden und übrigens auch der experimentellen Philosophie. Und hier ein ganz einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie werden gefragt, welche der beiden Alternativen Sie bevorzugen. X ist 3.000 Euro bekommen Sie mit 100%iger Sicherheit. Y ist, Sie dürfen teilnehmen an einer Lotterie, bei der Sie mit 80% Wahrscheinlichkeit 4.000 Euro bekommen und mit 20% Wahrscheinlichkeit nichts. Also Sie sind natürlich mathematisch hinreichend versiert, um den Erwartungswert der Lotterie zu berechnen, die Ihnen da als die Alternative Y vorgeschlagen wird. Der beträgt 3.200 Euro. Das ist mehr, als die Alternative X bietet. Und doch, vielleicht haben Sie mit Y ein ungutes Gefühl. Wenn ja, dann sind Sie risikoscheu. Es sind viele Personen gefragt worden, ob sie X oder Y bevorzugen, und die überwiegende Mehrheit, nämlich 82% der Befragten, wählt X. Diese Entscheidung ist gar nichts paradox. Interessanterweise sieht die Sache bei der nächsten Lotterie anders aus. Die geht so, man wähle zwischen Groß A, das sind 3.000 Euro mit 25% Wahrscheinlichkeit, und 0 Euro mit 75%, oder B, 4.000 Euro mit 20% Wahrscheinlichkeit, also ein höherer Gewinn mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Und hier wählen 70% der Befragten die zweite Alternative. Und die Frage ist, warum sollten sie nicht? Aber das Bemerkenswerte ist, dass der zweite Test dieselben Alternativen bietet wie der erste, außer dass die Wahrscheinlichkeiten auf ein Viertel
gestutzt worden sind. Anders ausgedrückt, die Alternative A ist nichts anderes als die Lotterie 1/4 mal Groß X plus 3/4 mal Z, wobei Z die Alternative ist, du bekommst gar nichts. Und ebenso ist die Alternative B 1/4 von Y plus 3/4 von Z. Und aus den Voraussetzungen der Expected Utility Theory folgt, dass jemand, der X bevorzugt gegenüber Y, dann auch A gegenüber B bevorzugen sollte. Aber es ist so, dass 52% dagegen verstoßen. Nicht ähnliche Experimente sind oft wiederholt worden und haben einige Wirtschaftsnobelpreise geliefert. Besonders bekannt wurden die raffinierten Versuche von Tversky und Kahneman. Kahneman hat einen Bestseller geschrieben, Thinking Fast and Slow, eine wunderbare Zusammenfassung von diesen Experimenten liefert. Also hier nur ein Beispiel. Wenn einer Testperson 300 Euro in die Hand gedrückt wird und sie muss sich entscheiden zwischen A und B, A ist 100 Euro noch zusätzlich mit Sicherheit und B ist eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, 200 Euro zusätzlich zu bekommen, aber sonst nichts, dann bevorzugen 72% die Alternative A. Gibt man aber der Testperson 500 Euro und fragt sie dann, ob sie lieber klein A, 100 Euro mit Sicherheit zurückzahlen, oder klein B, nur mit 50% Wahrscheinlichkeit 200 Euro zurückzahlen, wählt, dann wählen 64% der Befragten klein B. Also die Mehrheit der Personen ist risikoscheu im ersten Fall und risikofreudig im zweiten Fall. Aber das Sonderbare ist, dass diese beiden Alternativen dasselbe bieten jedes Mal. Nämlich einerseits sind es 400 Euro mit absoluter Sicherheit und andererseits ein Münzwurf, der zwischen 300 Euro und 500 Euro entscheidet. Ja, hier kommt es also auf die Art der Fragestellung an. Man nennt das einen Framing-Effekt. In einem Fall interpretiert man die Frage als eine nach dem möglichen Gewinn, ausgehend von 300 Euro. Und im anderen Fall interpretiert man sie als eine nach dem möglichen Verlust, ausgehend von 500 Euro. Ähnlich kann man in einem Geschäftsladen dieselbe Alternative als einen Bargeldbonus anbieten oder einen Kreditkartenzuschlag. Ja, die meisten von uns sind risikoscheu, wenn es um Gewinne und risikofreudig, wenn es um Verluste geht. Gewinn und Verlust hängen also vom Ausgangspunkt ab, vom sogenannten Status Quo-Punkt. Der ist leicht zu manipulieren. Also Kahneman und Tversky haben daraus ihre Prospect Theory als Alternative entwickelt zur Expected Utility Maximization. Solche Framing-Effekte manifestieren sich übrigens auch in Schulungskursen von Einsatzleitern in Katastrophengebieten oder Schulungskursen von Unfallchirurgen, die vor Entscheidungen stehen, von denen Leben und Tod abhängt. Offenbar ist unser Verstand für diese Art von kognitiven Illusionen, ja, das ist parallel zu den optischen Illusionen, besonders anfällig. Und das ist sonderbar. Wir Menschen werden doch immer wieder vor die Aufgabe gestellt, riskante Entscheidungen zu treffen. Und es ist komisch, dass wir im Laufe der Evolution nicht bessere Mechanismen entwickelt haben, um uns vor Trugschlüssen und groben Rechenfehlern mit den Risiken zu bewahren.